Ja, ich bin Johanna Wuliszewski, bin 27 Jahre alt, spiele professionell Badminton. Seit 4 Jahren bin ich in Mülheim an der Ruhr am Olympiastützpunkt und seit ja, gut einem Jahr bin ich Berufssoldatin und spiele Badminton wirklich professionell auf Hochleistungsniveau. Dazu gehören Weltranglistenturniere. Momentan bin ich Nummer 19 der Welt, also gehöre zu den Top 20 Paarungen und befinde mich dementsprechend auf einem hohen Leistungslevel in meiner Sportart. Das habe ich über eine Badminton-Freundin erfahren. Die hatte erste Erfahrungen hier gesammelt, hat mir Positives berichtet und über eine andere Badminton-Freundin wusste ich, dass die auch Mentaltraining macht, sehr positive Erfahrungen damit gesammelt hat und da wollte ich es mal ausprobieren, weil man natürlich auch die letzten Prozente immer irgendwie rausholen möchte und das möchte ich natürlich auch. Ja, also ich habe natürlich gedacht, auf was lasse ich mich da ein? Was ist der Unterschied zum Sportpsychologen? Welche Methoden kann ich verwenden, die ich vielleicht noch nicht kenne? Und gibt es da überhaupt was, was ich noch nicht kenne? Ich habe mich eigentlich sehr stark damit auseinandergesetzt und hätte nicht gedacht, dass es noch ein Feld gibt, was ja, noch so unertastet war. Man weiß ja nie, in welches Terrain man sich begibt. Ist es irgendein Hokuspokus oder bringt es wirklich was? Und das wollte ich herausfinden, weil es eine Chance für mich war, in den letzten Prozentzahlen zu arbeiten, meinen Erfolg, meine Leistung zu steigern, mich mental nochmal stark zu machen. Und ja, ob es im Endeffekt wirkt oder nicht, das findet man erst im Nachhinein heraus. Gut, deswegen bin ich auch nochmal wiedergekommen. Ja, es war auf jeden Fall erstmal informativ in dem Sinne, weil ich erfahren habe, was Mentaltraining überhaupt bedeutet. Also, dass man sich beispielsweise in Hypnose versetzen lässt, dass man das Unterbewusstsein anspricht, es stärkt. Und das war neu für mich, weil ich eher immer mit meinem Bewusstsein gearbeitet habe und nicht mit meinem Unterbewusstsein. Positive Entwicklung konnte ich eigentlich direkt feststellen in meinem ersten Wettkampf. Ich war klar, fokussiert, nicht mehr so nervös, dass ich gehemmt war, sondern nervös, aber im positiven Sinne. Und ich konnte eigentlich, nein, nicht eigentlich, ich konnte direkt ja, etwas feststellen. Und das war ein gutes Gefühl. Ich wusste, was ich wollte. Auf die längere Sicht merke ich eigentlich, dass es mir manchmal fehlt. Also wenn ich nach schlechten Wettkämpfen nach Hause komme, habe ich oft das Gefühl, dass es an der mentalen Seite lag und dass es ein Prozess ist, der immer wieder aktiviert werden muss. Also es ist schwer, dieses Unterbewusstsein einmal anzusprechen und zu denken, es bleibt für immer da. Es ist eher so, ich muss es immer wieder aktivieren und das tue ich auch gerne. Das auf jeden Fall extreme Stresssituation hat man nicht nur im Wettkampf, sondern auch in der Uni, im Studium, in Vorträgen. Und da die mentale Stärke zu aktivieren, ja, das kann sich natürlich auch auf jeden Bereich beziehen. Eigentlich überall, wo man Ziele hat, kann es nur helfen. Alles in allem bin ich froh, dass ich hergekommen bin und kann es jedem empfehlen, der ein Ziel sehr stark verfolgt.